Dann lass uns doch die Rot-Grün-Kombi machen und die Rose dazu. Auch ein bisschen weihnachtlich. Weiß ich schon, was ich an Heiligabend anziehen will. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur letzten Folge von Meet the Makers. In der letzten Folge haben wir ganz viel über das Upcycling erfahren und heute geht es um das Thema Nähen. Und ich freue mich, dass ich wieder Besuch habe und zwar von Liz. Hi! Zu dir, ja, du bist ja eigentlich gelernte Gewandmeisterin und hast jetzt aber einen eigenen YouTube-Kanal, wo du zeigst, wie man Step-by-Step nähen lernen kann. Mhm. Wie kam es dazu? Es kam irgendwie dazu, dass ich mein Hobby quasi zum Beruf gemacht habe mit dem Nähen. Und du hast aber eigentlich so mit Theater, Oper, Ballettkostümen angefangen. Und jetzt geht es ja wahrscheinlich immer mehr so um einfache Dinge, die man machen kann, oder? Genau. Worum geht es bei deinen Videos? Viel so kleine Bastelideen, aber auch Nähprojekte. Und wir gründen gerade auch ein Schnittmusterlabel. Das heißt, es wird auch bald Schnittmuster geben, aber auch eben die entsprechenden Anleitungen dazu auf dem Kanal. Du trägst heute auch eine Eigenkreation, habe ich schon erfahren. Genau. Sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Und wie kamst du der Idee, ein eigenes Schnittlabel zu gründen? Ich habe eher das Gefühl, also es kam natürlich irgendwie aus dem Wunsch heraus, irgendwie was, ein eigenes Baby sozusagen zu kreieren. Also, und einfach während des Studiums und auch während so des Drehens und ja, dem ganzen Prozess anderen was beizubringen, habe ich gemerkt, dass es mir irgendwie super gut liegt und mir auch viel mehr Spaß macht, irgendwie anderen Leuten das Nähen beizubringen. Und wichtig dabei war mir auch zu sagen, drauf zu gucken, okay, wo kommen die Stoffe überhaupt her, die ich da verarbeite. Und Svanti und ich haben jetzt Lebenskleidung als festen Partner für uns gewinnen können, die eben ausschließlich GOTS-zertifizierte Stoffe vertreiben. Und ihr zu Hause fragt euch ja vielleicht, kann ich das eigentlich auch? Also man denkt natürlich bei Nähen sofort, man bräuchte irgendwie riesiges Equipment und Nähmaschine und alles. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, ja, wir können mit Nähmaschine nähen, wir können aber auch per Hand nähen, weil du das ja gerne machst. Und ich bin sofort so, ja, das kann natürlich jeder zu Hause auch viel einfacher nachmachen, oder? Wie schwer ist Nähen? Also es braucht ein bisschen Übung, aber eigentlich ist es nicht schwer. Ich sage immer ganz gerne, wenn ihr startet mit dem Nähen, ist es ganz cool, vielleicht irgendwie echt so einen Teil aus dem Second-Hand-Laden zu nehmen und das mal überzuwerfen. Dann merkt man, ah, okay, vielleicht, wenn ich hier anfasse und da was abstecke, dann wird es da enger. Und dadurch kann man einfach ziemlich gut das Nähen auch lernen. Man lernt unglaublich viel einfach dabei. Ja. Cool. Und dann aber auch mal eigene Schnitte zu entwickeln entweder oder halt zu nähen. Jetzt habe ich dir heute natürlich etwas mitgebracht. Und zwar habe ich hier eine Hose aus meinem Kleidungsschrank, die ich eigentlich sehr, sehr gerne trage, die mir auch gut passt, die so ein bisschen langweilig ist. Die könnte man so ein bisschen aufpeppen. Und ich habe schon gesehen, du hast hier wahnsinnig viele tolle, bunte Sachen mitgebracht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier einfach mal, wie wir diese Jeans wieder zu einem echten Hingucker und vor allem zu einem individuellen Kleidungsstück machen können. Das kriegen wir hin. Also ich habe ganz viele verschiedene Bänder. Über die Zeit sammelt sich einiges an. Schau mal, ich habe hier so Ripsbänder, die sind auch immer ganz schön, weil sie so eine Struktur haben. Patches haben wir, womit wir was machen können. Ich habe so schmale Bänder, wo wir zum Beispiel, kann man so wie so eine Schreibschrift einfach legen und so einfach was schreiben oder so Muster machen und das Ganze festnehmen zum Beispiel. Oder wir nehmen irgendwie Bänder und kombinieren die miteinander. Also da darfst du dir gerne was aussuchen. Dann lass uns doch diese... Die Kombi. Die Rot-Grün-Kombi machen. Finde ich cool. Und die Rose dazu. Das machen wir. Super. Dann würde ich sagen, können wir die beiden Bänder als erstes miteinander verbinden und dafür sind wir mal faul. Und kleben. Genau, das kann man einfach hier zwischenlegen und dann drüber bügeln und dann hält es. Schöne Kombination. Auch ein bisschen weihnachtlich, aber steht ja bald vor der Tür. Weiß ich schon, was ich an Heiligabend anziehen will. Die Weihnachtshose. So, sieht richtig cool aus, unsere Bordüre. Wie bringen wir die jetzt an? Am besten einmal die Seiten nochmal abschneiden und dann ordentlich umbügeln, damit man eine saubere Kante hat. Das können wir als erstes machen. Können wir uns unsere Hosenbeine schnappen und dann starten wir am besten oben und können das hier einmal anlegen. Oder man kann auch trotzdem sich das Ganze ein bisschen schon mal fixieren mit dem Spinnenvlies und dann festnähen, dann hat man es ein bisschen einfacher.
Dann können wir jetzt nähen. Und dann können wir ruhig hier oben starten, ne, weil hier ist es ja fest. Und ich fange jetzt auf der linken Seite an und steche einmal durch die Kante durch. Und dann deine Stichlänge nach vorne, den halben Zentimeter. Mhm. Und stichst dann hier in der Kante von dem Band einfach wieder aus. Jetzt okay. Darfst du. Und was machen wir jetzt noch hiermit? Das ist ein Patch, den können wir einfach aufbügeln. Vielleicht hier auf die hintere Tasche? So hinten drauf. Finde ich passt cool. Auch farblich gut. Sieht super schön aus. Ich bin ganz happy mit unserem Ergebnis. Ich finde es auch super. Ich werde mich jetzt mal in Schale schmeißen. Mal gucken, wie das Outfit so insgesamt aussieht. Bin ich gespannt. Bis gleich. Bis gleich. So, fertig. Richtig heiß, mega gut. Sieht cool aus, ne? Wie fühlst ne? du dich? Ich fühle mich sehr wohl, cool. Ich muss sagen. Guter neuer Style für meine Jeans hier mit meiner Trucker-Hose. Ich finde es voll geil. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja, guckt auch auf jeden Fall in unsere Beschreibungen. Da haben wir natürlich deinen YouTube-Kanal auch verlinkt. Da gibt es ganz viele tolle Videos. Ich werde bestimmt total addicted sein und alle suchten. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Und wenn ihr zu Hause auch was genäht habt, dann teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir wollen Fotos sehen, wir wollen Videos sehen. Benutzt den Hashtag MakeSomething. Und genau, dann gucken wir uns das an, ne? Dann danke ich dir. Vielen Dank. Es war wirklich, wirklich schön. Und ja, damit ist auch unsere Serie schon wieder vorbei nach 6 Folgen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Inspirationen für euch mitgenommen und werdet alle fleißig basteln, nähen, upcyclen, Vintage-Shopping betreiben, Kleidertauschpartys machen. Also haut rein und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. Ciao.